Herzlich willkommen bei Frisbilly TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast zwei Spitzenleute der investigativen Presse, Jan Walter von legitim.ch und Oliver Janich. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch. Ja, und mehr dazu gleich nach der Werbung. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. Frisbilly TV ist eines von mehreren Projekten des Frisbilly Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das Frisbilly Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Gut, herzlich willkommen, lieber Oliver. Lieber Jan, schön, dass es diesmal geklappt hat. Für alle unsere Zuschauer, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen, mal zuerst die Frage, wer seid ihr überhaupt? Warum macht ihr das, was ihr macht? Und wie kam es dazu? Oli, vielleicht, wenn du beginnen möchtest, wer bist du? Ja, also normalerweise treten wir nicht zusammen auf, ja, sondern Jan ist jetzt nur gerade Gast in unserem Resort. Ja, ich bin Mainstream-Journalist, ehemaliger, habe also für die Lügenpresse lange gearbeitet und habe das aber auch lange nicht gemerkt, dass wir lügen, weil ich selber nicht gelogen habe und auch dann Geschichten durchsetzen konnte bei Focus Money, zum Beispiel kritisch über den 11. September. Und ich habe schon vor 10 Jahren kritisch über den angeblich menschengemachten Klimawandel geschrieben. Mhm. Aber dann habe ich plötzlich keine Aufträge mehr erhalten. Und jetzt bin ich freier Journalist und dann schreibe ich Bücher und habe ein Resort für Auswanderer auf den Philippinen und diverse andere Dinge. Hätte es noch Platz für uns? Also zum Besuch immer sowieso und grundsätzlich gibt es noch was. Ja. Aktuell schon, weil ja Quarantäne ist und so. Super. Ja. Bist du, Jan, eigentlich bei ihm im Resort jetzt? Ja, genau. Ich wollte eigentlich schon im März zurückfliegen, aber dann kam das ganze Corona-Zeugs und jetzt ist es ziemlich schwierig, sich frei zu bewegen da. Die Flüge wurden auch storniert und so. Und ja, jetzt bin ich halt noch da, bis es sich wieder ein bisschen auflockert. Mhm. Und was machst du denn jetzt in der ganzen Zeit, wo du dort hängst? Das ist eigentlich was immer. Ich bin ja nicht permanenter Reisender und ich habe einfach mein 400-Euro-Laptop mit mir und recherchiere damit und versuche möglichst kontroverse Artikel so weit wie es geht zu verbreiten, um die Leute zum Denken anzuregen und die Welt zu verändern, ganz naiv gesagt, ja. Er macht dasselbe wie sonst auch, nämlich nichts. Aber wenigstens mit Stil. Genau. Mit einem Also unsere Quarantäne ist an einem 25 Meter Swimmingpool, wo wir die Redaktionssitzungen abhalten und wir haben auch keine Versorgungsengpässe oder so. Also unsere Quarantäne ist noch einigermaßen erträglich. Ziemlich sadistisch, merke ich jetzt, ist der Oli. Ja, aber es klingt sehr entspannt. Meine Verwandte hat eine Treppe direkt in den Swimmingpool. Bei dir geht das nicht, aber meine hat es halt. Aber ich habe den besseren Ausblick. Ja. Aber eins ist schon mal klar, wir haben was falsch gemacht. Ja, es scheint so. Anyway, ja. Euch ist auch schön. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aline. Ja, also da wir dieses Interview nicht kurzfristig ausstrahlen werden, nur eine Frage bezüglich dem ganzen Corona-Hype, dem ganzen Theater. Was ist eure Zusammenfassung bis zum heutigen Datum? Heute ist der 29. März 2020. Oli. Ja, ich bin gespannt, wenn es ausgestrahlt wird, ob ich dann recht bekomme. Also das Ganze ist ein riesen Betrug. Also die selbst nach den offiziellen Virologen ist es eine ganz normale Grippe, die besonders milde verläuft. Es gibt auch die These, dass die Virentheorie so nicht stimmt. Mit der habe ich mich in letzter Zeit eher auch stark beschäftigt, Dr. Lanka.
Ich bin jetzt kein so ein Experte, dass ich mich da definitiv entscheiden könnte, aber auf jeden Fall ist klar, dass diese Tests nicht die Viren direkt nachweisen, sondern RNA-Bruchstücke. Und die werden dann Viren zugeordnet. Das ist äußerst unzuverlässig. Es gibt viele falsch-positive Resultate. Also wann immer man von Corona-Toten liest, das alles nur sind Pressemeldungen, aber keine. Die prüfen nicht, ob jemand an Corona gestorben ist. Das ist inzwischen zugegeben worden. Sondern sie, letztendlich bedeutet die Meldung nur, da ist jemand gestorben und ein Test hat positiv angeschlagen. Das heißt überhaupt nicht, dass der Corona hatte, dass er daran erkrankt ist. Das heißt, wenn man das weiß, das ist alles ein Riesenhype und ein Riesenbetrug. Die Frage ist, wozu dient er? Und das wird auch in Monaten noch gültig sein. Es dient natürlich auch, um Geld für die Pharmaindustrie zu machen und Geld für die WHO zu akquirieren. Aber vor allem dient es dafür, die Freiheit der Menschen einzuschränken. Und die Bürgerrechte sind im Prinzip jetzt, wo wir hier sitzen, komplett abgeschafft. Im Moment noch temporär, aber wenn die Regierungen sehen, wie einfach das war, oder hoffentlich ist bis dahin vorbei, bis das Interview ausgestrahlt ist. Aber dann können sie die nächste Sau durchs Dorf treiben und die Menschen wehren sich nicht. Also es wird ja alle Eigentumsrechte, Bewegungsfreiheit eingeschränkt, auf körperliche Unversehrtheit. Also in Dänemark ist sogar schon Zwangsimpfungen eingeführt, Unverletzlichkeit der Wohnung, Überwachung, also man wird ja getrackt mit Handys und so weiter. Es ist ein absoluter Albtraum, beziehungsweise ein feuchter Traum der Elite, und das ist das Ziel hinter diesem ganzen Beschiss. Mhm. Der Pseudo-Elite, es sind ja keine Eliten eigentlich. Es sind genau das. Ja, das stimmt. Hat was. Was ist deine Meinung da dazu, Jan? Was ist so deine Zusammenfassung? Ja, der hat ziemlich alles das jetzt schön geschildert, der Olli, was ich seit Monaten recherchiert habe. Nee, also ich würde sagen, ziemlich der gleichen Meinung, ja. Es gibt jetzt auch schon Bilder von, in China hatte ich das gesehen, so eine alte Frau, die von einer Drohne quasi eingeschüchtert wurde, weil sie das Haus verlassen hat, als Quarantäne war. Und jetzt haben wir ähnliche Bilder zum Teil auch schon aus Europa. Und also es ist wirklich so in your face, ja. Man sieht es genau, NWO, genau das, was die eigentlich seit Jahrzehnten wollen. Es steht sogar jetzt auch in Mainstream-Medien zum Teil die Forderung nach einer Weltregierung und so. Also die haben auch keine Angst mehr, jetzt Klartext zu sprechen. Aber es gibt ja auch was Positives, nämlich die ganze Q-Bewegung, ja. Und jetzt, wie soll ich sagen, es gibt sehr viele Signale, dass da hinter den Kulissen quasi Aufräumarbeiten stattfinden. In welchem Ausmaß ist unklar, aber es gibt sehr viele ungewöhnliche Nachrichten, die darauf hinweisen, dass doch einiges passiert und also passiert Veränderung und so. Und ich finde Veränderung gut generell, ja, weil so wie es jetzt der Kurs, den wir jetzt hatten, der kann so nicht weitergehen, ja. Olli und ich haben da ein bisschen eine kleine Kontroverse, weil ich bin ein bisschen optimistischer, was Q anbelangt, und er ist mehr realistisch. Aber wir haben heute gesagt, so wie viel Prozent Chancen gibst du? Das sage ich jetzt nicht, weil bis das Interview ausgestrahlt ist, ist es längst entschieden. Okay, also. Ob du könntest dich als Prophet etablieren? Ja, ja, also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass Q echt ist. Ich bin einer der ersten oder vor allem von den Bekannteren, die auf Q hingewiesen haben. Aber ich beurteile halt immer im Tagesgeschehen, ist es jetzt ein Schritt, der gut ist, und einer, der nicht reinpasst ins Schema. Jetzt, wo wir hier sitzen, hat gestern wurde ein Paket verabschiedet. Das könnte bedeuten, dass die Fed entmachtet ist. Das könnte aber auch bedeuten, dass BlackRock jetzt die Macht hat, mehr oder weniger ein Rothschild-Vehikel. Aber man kann sehr viele Dinge in beide Richtungen interpretieren, aber sagen wir mal so, ich glaube auf jeden Fall, dass Q eine Intelligence Operation ist, also eine Geheimdienstoperation. Die Frage ist, zu welchem Zweck? Und das werden wir wahrscheinlich relativ bald sehen. Dann sind Sie also optimistischer eigentlich als wir. Als wir, ja. Ich finde das aber noch schön. Zumindest was Q angeht, oder? Ja. Auch dort gibt es natürlich sehr viele kontroverse Informationen. Ja, du hast mir gesagt, der Bruno ist optimistisch. Ja, ich bin total optimistisch. Das stimmt schon, ich bin total optimistisch. Ich finde sogar gut, was alles jetzt läuft, was der Q macht, was er ins Rollen bringt. Ich bin mir nur nicht sicher, was danach folgt. Ja? Mhm. Weil ich vermute zumindest, dass
dass jetzt im Moment das Böse vom Schlechten bekämpft wird. Und erst wenn wir das dann auch überwunden haben, das eintrifft, was wir uns eigentlich alle wünschen. So wie ein Zwischenschritt, so quasi. Was meinst du damit, das Böse vom Schlechten? Was meinst du damit? Naja, ich meine die zwei Energien, zum Beispiel die satanische Kraft und die luziferische Kraft, also die Lichtbringerkraft, die zuerst das falsche Licht bringt. Ich meine, das Vorgehen ist ja optimal. Du bringst alle Leute in Panik, du ruinierst sie alle finanziell, du kannst das ganze System neu aufbauen und ihnen alles schenken, was sie schon immer wollten. Gesundheit, neue Technologien, Reichtum und so weiter. Das ist immer gefährlich, weil das ist der Moment, wo die Menschen einschlafen und plötzlich kommen die Zwangsimpfungen, die Verchippung und so weiter. Also ich bin da noch vorsichtig, aber Jan, ich bin zuversichtlich, aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt nehmen danach und ich glaube, das ist der schwierigere Schritt für die meisten Menschen, weil wenn es ihnen gut geht, schlafen sie noch schneller ein. Ja, das stimmt absolut. Wir hatten dieses Thema mal, also diesen Gedankengang auch, dass quasi dann der Trump oder so könnte ja vom Szenario her als falscher Prophet quasi die Macht an sich reißen und würde dann irgendwie von allen geliebt, weil der Retter der Lage ist. Ja, also diese Variante gibt es natürlich auch. Aber da ist so viel Energie drin in dieser Q-Bewegung, das ist eine Welle, die ich jetzt unbedingt reiten will. Ja. Ja. Also wir sind 50-50. Ja. Ich auch. Das zählt nicht, wenn ihr wetten müsstet. Dann würde ich sagen, wenn ich wetten, 49 zu 51, dass Trump dazugehört. Leider. Zu den Bösen. Ja. Also zu den Schlechten. 51 dafür, dass er zu den Bösen gehört. Mhm. Ja, zu den Schlechten. Die Bösen sind für mich die noch Böseren, die ah, okay. Kindsmissbrauch, Kannibalismus, Adrenochrom-Geschichten, das ist für mich das ultimativ Böse. Ja. Die anderen sind so in der Mitte, aber wir sind vermutlich noch einen Schritt weiter und an uns liegt es jetzt wahrscheinlich, die Menschen irgendwie mit guten Informationen an der Stange zu halten, dass sie so oder so einfach wach bleiben. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, was ist richtig, ist falsch, sondern bleibt wach. Es liegt letztlich in der Eigenverantwortung von uns allen, selber uns zu befreien. Es kommt kein Befreier, kein Erlöser. Richtig. Entweder machen wir es, dann sind wir es, oder eben nicht. Anyway, es wird schon ziemlich heiß, ich merke es. Die nächste Frage, die wir vorbereitet haben, lautet: Was glaubt ihr beide, wovon will man uns eigentlich ablenken mit all diesen Hypes? Wir hatten Klima-Hypes, Virus, Gender, Scheiße da und dort und immer so wahnsinnige Bewegungen. Und ich meine, wir wissen es ja besser als die meisten, um so eine Bewegung ins Rollen zu bringen. Wenn das natürlich organisch funktionieren würde, wären wir schon lange weltbekannt. Also kann diese Hype-Geschichten, die da immer gelaufen sind, das kann nicht ohne Organisation sein, die Flüchtlinge und so weiter. Und es gibt dieses Sprichwort, wenn der Mainstream sagt, schau dorthin, dann wollen sie dich ablenken von dort. Wovon wollen sie uns ablenken? Jan, du mal. Okay, also ich würde sagen, das ist keine Ablenkung, sondern die Entfaltung der Agenda, ja, und zwar häppchenweise. Also die wollen eine, wie sagt man, androgyne Menschheit, also nur noch eingeschlechtlich, so im Prinzip wie Brave New World oder so, dass dann nur noch über quasi Retorten und so gezeugt werden kann. Also das ist der Hintergrund der Gender Agenda, dieser Gender-Wahn, der jetzt gerade läuft, ja. Und dann mit dem Klima, das geht auch in die Richtung, weil es geht ja darum, dass wir die Menschen, dass wir die Handlungen der Menschen einschränken können. Also sie wollen die Handlungen der Menschen einschränken. Und CO2 ist ja quasi das Lebensgas oder das, was wir brauchen jeden Tag. Die Pflanzen brauchen das, die Industrie. Also sie brauchen das nicht, sie stoßen das aus, um genau zu sein. Ja? Und wenn du natürlich dort Kontingente machst, dann kannst du das kontrollieren. Und es gibt jetzt auch schon so Apps, die im Start sind, dass du quasi dann die Kontingente auf jede Person übertragen kannst und dann nach Social Credit System quasi jeden das Licht ausmachen, wenn er irgendwie sein Konto übersteigt und so. Also eben, ich sehe das nicht als Ablenkung, sondern eine schrittweise Einführung der neuen Weltordnung. Vielleicht kannst du ergänzen, Olli.
Ja, ich sehe es auch nicht als Ablenkung, sondern jeder Schritt ist dazu designed, in Richtung neue Weltordnung zu gehen und in Richtung Freiheitsbeschränkung. Und sie versuchen es also aus allen Richtungen, also zum Beispiel die Klimabewegung war eigentlich fast tot, wie, da habe ich noch bei Focus Money drüber geschrieben, wie der Climategate-Skandal aufkam, wo klar wurde aus den E-Mails, dass die ihre Daten fälschen und dass die sich darüber unterhalten, die kritischen Arbeiten rauszuhalten aus dem Prozess. Da war das eigentlich erstmal einigermaßen erledigt. Und ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so stark wiederkommt. Aber dann haben sie es halt wieder probiert mit der Greta, ja, die natürlich nur eine Marionette ist und recht erfolgreich eigentlich, aber vor allem in Deutschland, der gehirngewaschensten Bevölkerung im Universum vermutlich. Ja, da hat es nebst in Österreich wahrscheinlich. Ja, aber Deutschland ist schon ganz weit oben. Ich würde sagen, Schweden ist ex aequo ungefähr. Und da hat es funktioniert, aber weltweit hat es sich so richtig gezogen. Und deswegen ist auch noch der Coronavirus. Ganz wichtig ist hier die transhumanistische Agenda, die der Jan schon angedeutet hat. Das Verbinden Mensch und Maschine, das versucht man jetzt mit dem Coronavirus auch durchzudrücken. Soziale Isolierung, Social Distancing. Das heißt, das ist jetzt Teile und Herrsche auf Steroiden, auf Koks sozusagen. Also die letzten Jahre haben sie versucht, Mann und Frau zu trennen oder hier Mann und Frau. Also Unternehmer und Arbeitnehmer, die verschiedenen Hautfarben, die verschiedenen Religionen, das waren immer die Spaltungsversuche oder auch oft erfolgreich. Und jetzt versuchen sie, jeden Menschen vom anderen Menschen zu trennen. Also genau das Gegenteil von Einheit. Erzählen wir heute nicht mehr so. Doch, wir sind noch dran. Ah, okay. Und genau das Gegenteil von Einheit, und zwar freiwillige Einheit. Und nicht, die wollen uns ja immer, der Sozialismus zum Beispiel, der tut ja so, als ob das da ums Kollektiv gehen würde. In Wirklichkeit geht es um eine ganz kleine Herrscherklasse, die alle versklavt. Und das Gegenmodell ist natürlich die freiwillige Gemeinschaft, ja, am besten ohne Staat. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen. Das ist ja meine These. Das heißt, die drehen alles satanisch um. Das, was sie wollen, verkaufen sie uns als gut. Das ist aber genau das Gegenteil dessen. Und alle Schritte, die wir sehen, alle, die von den Massenmedien, von den Politikern in Gang gesetzt werden, dienen alle nur diesem einen Zweck, eine neue humanistische Weltordnung statt eine menschliche, natürliche Ordnung. Das heißt also, der Käfig wird einfach neu gestrichen. Der Käfig, in dem wir sitzen, der bisher schwarz war, wird jetzt einfach neu gestrichen. Mhm. Und glaubst du, Oli, zum Beispiel, dass die Q-Bewegung die echte Freiheit dann will, als Absicht hat? Ich persönlich glaube, also das ist aber reine Spekulation, dass wir einen Krieg der Logen sehen hier, weil die Q-Leute wahrscheinlich auch aus dem tiefen Staat sind, aber denen das zu weit ging, was bisher passiert ist. Also du hast es angesprochen mit Kinder töten, ja, essentiell Adrenochrom und der ganze satanische Mist und Dreck. Und es gibt aber im tiefen Staat, ist ja nicht jeder jetzt ein Satanist oder jeder ein Psychopath. Und dass sich im tiefen Staat in den Geheimdiensten Leute versammelt haben, die gesagt haben, wir müssen davon weg, aber wir wollen immer noch einen Staat haben. Also einen großen Zentralstaat zum Beispiel. Zwar mit weniger Regulierung hat der Trump abgeschafft, aber es muss immer noch eine Besteuerung geben, es muss immer noch wir dürfen immer noch nicht den Leuten die Wahl lassen, welche Medikamente sie benutzen. Also man hat ja ein bisschen die Wahl, aber letztendlich schreibt es der Staat vor über die FDA, über die Zulassungen. Natürliche Heilmittel werden verteufelt, zum Teil in Amerika schon verboten, was in Deutschland noch nicht verboten ist. Ich glaube, diese Kontrollmechanismen wollen die schon beibehalten. Aber eben die Bösesten der Bösen absägen, so ungefähr. Und meine Lösung ist ja die natürliche Ordnung ohne Staaten. Und das wollen die sicher nicht. Also das ist völlig klar. Und das wäre auch ein langfristiger Prozess, der wahrscheinlich gar nicht demokratisch, also per Mehrheitsentscheid herstellbar ist oder per Donald Trump, per Order von oben, sondern das ist ein Prozess, der sich in der Menschheit abspielen muss. Und insofern ist Q für mich nicht die Lösung, so wie ähnlich, ich weiß nicht, ob das jetzt im Vorgespräch oder schon in der Aufzeichnung war, so ähnlich wie du es gesagt hast, dass die Menschheit muss schon noch ein wesentlich weitere Schritte gehen. Aber es ist insofern sehr, sehr positiv, A, weil die Hillary Clinton wäre auf jeden Fall schlimmer gewesen, ja, B, es kommt viel mehr auf jetzt, viel mehr, ja, Epstein, Weinstein und so weiter, es wäre alles nicht passiert unter Hillary Clinton, die hätte auch ihre eigenen Skandale, hätte sie natürlich nach hinten verschoben.
beziehungsweise ja, Deckel drüber gemacht. Es kommt also sehr viel mehr auf. Die Wahrheitsbewegung wächst rasant oder stärker als zuvor. Also es war so ein stetiger Anstieg. Mit Trump gab es nochmal einen Schub. Dann gibt es jetzt, glaube ich, nochmal einen Schub durch Coronavirus, weil jetzt sogar Ärzte und so weiter, also die total im System sind, sagen, Moment mal, was läuft hier falsch? Virologen und so weiter. Es gibt also nochmal einen Schub. Das ist auch mehr wegen ein kosmisches Gesetz, Ursache und Wirkung, Kraft und Gegenkraft, Aktion und Reaktion. Je mehr die pressen ihren Unsinn, ja, desto mehr entwickeln sich auch die Gegenkräfte. Und insofern sehen wir dann insgesamt positiven Prozess, wo Q nur ein Teil davon ist. Ja, also was mir letztlich doch noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist, wenn ich das Prinzip anschaue, du hast die White und die Black Hats angedeutet. Das ist natürlich immer noch diese Spaltung zwischen die Guten gegen die Bösen. Egal, welchen wir bevorzugen, einer muss gewinnen, keiner wird, weil es immer mehrere Parteien geben muss, damit das Spiel läuft. Was denkt ihr, wird das Spiel von uns Menschen, sage ich mal, irgendwann beendet? Einfach durch Bewusstheit oder? Also der Olli hat ja angedeutet, wie die Wahrheitsbewegung ist viel größer als Trump und Q, ja. Und im Gegensatz, vielleicht nicht im Gegensatz, aber ich sehe jetzt die Entwicklungen, die stattfinden mit Trump und Q, als Teil des Guten, ja. Und ob das dann die Lösung, die wir uns wünschen, bringt oder wie weit das gehen wird, steht in Sternen, ja. Aber ich denke, dass sie mindestens faire Wettkampfbedingungen herstellen können. Und dann sind wir natürlich auch gefragt, das zu erschaffen, was wir uns schon lange ersehnen, ja. Und ich bin auch noch ein bisschen mehr, wie sagt man, so schwarz-weiß, ja. Also ich denke, du bist entweder bei den Guten oder bei den Bösen. Also ich denke nicht, dass es nur Halbböse gibt, zum Beispiel. Aber bei den Guten gibt es natürlich auch Unterschiede von, ja, was die für Ziele haben, ob sie eine staatenlose Ordnung wollen oder was alles möglich ist, ja. Und das wird sich dann zeigen. Und ich glaube, dann sind wie schon gesagt, wir gefragt, wohin wir wollen. Aber es gibt natürlich es gibt viele gute Menschen, sag ich mal, die einfach nett sind und so, aber die nichts tun. Und insofern gibt es auch da natürlich nicht die Besseren, aber die Guten, die eben was tun, sind ja die, die letztlich etwas bewegen. Die Mitläufer hast du ja in beiden Lagern. Die kann man einfach so mittragen. Ja, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es Leute gibt wie uns, die ein bisschen vorangehen, die natürlich ihren Kopf auch hinhalten, ja, für die ganze Schande, die auf uns niederdonnert, das Gelächter und die Verleumdungen und der ganze Scheiß. Aber was zum Beispiel bewegt euch beide dazu, das in Kauf zu nehmen? Warum? Ihr könntet ja auch einfach das Leben genießen. Warum macht ihr das? Also ich kann da noch, möchte noch mal auf die letzte Frage auch zurückkommen. Es ist letztendlich ein individueller Prozess bei jedem selbst. Und ich denke, also zum Beispiel gibt es ja Leute, die passiv einfach abwarten und denken, okay, ich muss mich nur zurücklehnen. Ich glaube aber, dass, also wenn man von der Wiedergeburt ausgeht, dass wir auf diese Erde gekommen sind, um in der physischen Welt etwas zu verändern, weil sonst hätten wir in der Feinstofflinge oder wie immer man das nennen will, Welt bleiben können. Das heißt, diejenigen, die jetzt in der Welt nichts tun, die entwickeln sich nicht weiter, sondern die müssen wahrscheinlich, weiß ich nicht, noch ein Hundertmal wieder auf die Welt kommen. Aber diejenigen, die jetzt aktiv etwas tun, da muss man jetzt nicht selber bekannt sein, es reicht Flugblätter zu verbreiten oder auch unsere Videos zu verbreiten und so weiter, also aktiv etwas zur Verbesserung der Menschheit beizutragen. Und ich glaube, die bauen dann auch Karma aus der Vergangenheit ab und möglicherweise haben wir besonders viel abzubauen, deswegen machen wir besonders viel. Wer weiß, was wir alles schon gemacht haben. Ja. Und das ist jetzt mal nicht mein Antrieb. Mein Antrieb inzwischen ist das, ehrlich gesagt, weil ich auf diese Theorie sozusagen, auf diese These erst noch nicht so lange her gestoßen bin, aber das treibt mich zusätzlich an. Aber mein Antrieb war in mir drin. Also ich habe zum Beispiel die letzten Jahre meine Videos, habe ich ja alle umsonst gemacht, also kostenlos, und war noch nicht mal Werbung drauf, weil ich es nicht geschnallt habe, dass man da extra drauf drücken muss. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Dann habe ich plötzlich gemerkt, man muss da einen Knopf drücken. Da habe ich ein Jahr lang ein bisschen Geld verdient.
Und da haben sie mir wieder genommen und inzwischen verdiene ich tatsächlich Geld mit Telegram, aber nur, weil die mir die Werbung abgeschaltet haben, bin ich auf die Idee gekommen. Aber ich habe es die ganze Zeit umsonst kostenlos gemacht. Also nicht, weil ich da irgendwie damit Geld verdienen wollte, sondern weil es so ein innerer Antrieb war, die Leute aufzuklären. Ich glaube, das ist bei uns allen so, dass wir einfach, wir können gar nicht anders. Man sieht diese Ungerechtigkeiten. Es war schon also in der Schule bei mir so, dass mich Ungerechtigkeiten massig aufgeregt haben und ich dann auch gegen Lehrer und so weiter gewettert habe. Wenn ich halt, meistens hat es mich nicht betroffen, das war irgendeinen anderen. Es ist so ein innerer Antrieb, ich weiß nicht woher, kommt vielleicht tatsächlich aus vergangenen Zeiten, die hat man was aufzuarbeiten, aber ich kann einfach Ungerechtigkeit nicht sehen. Ja, und das ist irgendwie mein Antrieb. Aha. Ja, es wachen ja auch nicht alle gleichzeitig auf. Also ein David Icke ist vor 30 Jahren aufgewacht. Olli auch schon gut 10 Jahre, oder würdest du sagen? Immerhin. Bei mir war es 2011. Und in dem Moment, wo du aufwachst, dann siehst du den Unfall kommen. Ja, und dann willst du die Leute warnen. Das ist wie wenn zum Beispiel, ich sehe beim Nachbar, ist die Bremse am Auto kaputt, dann gehe ich zu dem und sage, du, pass auf, sonst hast du morgen einen Unfall. Und das ist genau das, was wir hier tun. Ja? Also wir wollen, dass alle die Agenda kennen und alle wissen, wer dahinter steckt, weil die Macht der Kabale ist, dass sie eigentlich unsichtbar ist oder war. Und jetzt wird sie immer sichtbarer und die sind in der brutalen Minderheit. Das heißt, wenn genug Menschen wissen, was los ist, das mit der Agenda ist auch so verdammt wichtig, weil wenn du nämlich weißt, dass deren Ziele sind, dann kannst du Corona oder Klimaschwindel, dann erkennst du das, weil du das genau einordnen kannst in dieses Schema Problem, Reaktion, Lösung. Ja? Also die erschaffen oder erfinden Probleme, damit die Menschen auf irgendeine Art reagieren, meistens mit Angst. Und dann verkaufen sie denen die Lösung, die Menschen unter normalen Umständen nicht gewollt hätten. Ja? Also unsere, das David Icke ist für mich so ein großes Vorbild. Er hat auch dieses Problem, Reaction, Solution eigentlich quasi nicht erfunden, aber entdeckt. Die hegelische Dialektik hat Professor Sutton auch schon aufgedeckt, aber okay. Er hat es so genannt. Ja. Und siehst du den wahren Journalisten, Jan? Ja, der arbeitet immer fingerlich mit dem Skalpell. Du bist auch mehr der Masseur, gell? Ja, du, jetzt andere Frage. Ich meine, über das alleine könnten wir jetzt schon ja. wieder eine Stunde intensiv diskutieren. Und ich hoffe insgeheim auch, dass die Quarantäne noch länger dauert, sodass wir vielleicht noch eine zweite Sendung machen können, ohne Zeitverschiebung. Weißt du, bei uns hängt es nicht von der dass wir zusammen... Sommerzeit. Ja. Wenn der Jan dann schafft, mal pünktlich bei dir zu sein, Olli, da könnte man noch eine Sendung anhängen. Mal. Aber jetzt eine ganz andere Frage. Warum, Olli, warum bleibt Trump mit Sicherheit an der Macht bei den nächsten Wahlen? Warum wird er gewinnen? Ja, also da wird, denke ich, auf jeden Fall gewinnen. Ich meine, es sieht jetzt kritisch aus, weil wir jetzt einen Wirtschaftseinbruch haben, aber es ist ja so offensichtlich, dass er gute Dinge getan hat. Er hat versucht, alle Wahlversprechen einzuhalten, die er nicht eingehalten hat, an denen haben die Demokraten gehindert. Ich dachte schon wieder eingefrorenes Bild. Die Wirtschaftszahlen waren sehr gut. Da muss man jetzt schauen, ob die Leute das wieder vergessen, weil jetzt wird es natürlich erstmal nach unten gehen. Aber trotzdem konstant die Medien gegen ihn schießen, hat er sich behauptet. Er hat jetzt kurz, während seines Amtsenthebungsverfahrens hat er die besten Beliebtheitswerte gehabt. Und diese Zahlen unterschätzen ihn ja noch, weil er hat ja vor der Wahl hieß es ja 90%, dass er verliert. Und jetzt ist er so 50-50, also ist er in Wirklichkeit wahrscheinlich bei 60%. Vor allem, was glaube ich auch wichtig ist, es gab sehr viele Republikaner, die nicht für ihn gestimmt haben, weil sie gedacht haben, das ist keiner von uns. Und es gab sehr viele Unentschlossene, die Angst hatten, dass er tatsächlich ein Rassist oder ein Nazi und ein Faschist ist. Aber der hat jetzt nichts Rassistisches gemacht. Der hat ja keine Schwarzen eingesperrt und der hat nicht den Leuten die Krankenversicherung genommen, was sie alles über ihn erzählt haben, was er machen würde. Hat er ja alles nicht gemacht. Und er hat als erster Präsident seit, ich weiß nicht wie lang, keinen neuen Krieg angefangen, ja, eher reduziert, ist nicht auf Provokationen reingefallen. Iran macht da zwar ein bisschen was, aber nicht viel. Syrien, der angebliche Giftgasangriff, der natürlich fake war, hat da zwar ein paar Raketen hingeschossen, aber nicht gleich einen Krieg angefangen. Also er hat sehr viele sichtbar gute Dinge gemacht und die Massenmedien, das ist sein großer Verdienst, verlieren immer mehr an Glaubwürdigkeit. Ich glaube, Jan, du wusstest das gar nicht.
Fake News war ja ursprünglich ein Begriff gegen die Wahrheitsbewegung. Und du hast gedacht, er hat das für die Hauptstrommedien erfunden. Genau. Nee, er hat das umgedreht. Das ist das, was ihm gelungen ist, dass inzwischen in Amerika der Begriff Fake News für die Hauptstrommedien gilt, aber das war eigentlich gegen die alternativen Medien gerichtet. Mhm. Und er hat das komplett umgedreht und allein das ist schon eine historische Leistung, dass die Menschen den Mainstream-Medien nicht mehr vertrauen und wir wissen natürlich, dass man ihnen nicht vertrauen kann. Das heißt, er hat quasi die satanische Umkehrung gleich gegen die Satanisten verwendet. Doppelte Umkehr sozusagen. Exakt. Ja. Das Laserschwert ausgepackt und dann darf er. Und die Menschen... Noch nicht geköpft, aber hoffentlich. Hoffentlich die Menschen gehen tatsächlich, also die gehen zu Veranstaltungen, zu Hunderttausenden. Mhm. Das gab es noch nie zuvor. Und ich muss auch zugeben, ich höre mir sehr viele Trump-Reden an, auch ältere und so. Und das spricht mir schon oft aus der Seele. Also ich... Also ich sage immer, also ich, gerne entschuldige, wenn ich unterbreche, aber so ein Führerkult ist ja auch ehrlich. Aber... Genau. Wenn man mal sich, die Reden gibt es ja alle im Mainstream in Deutschland nicht auf Deutsch. Aber ich sage, wenn alleine die letzte Rede bei Sotos heißt es, wie heißt das, Ansprache, State of the Union Address, wenn diese Rede auf Deutsch im deutschen Fernsehen gehalten würde, dann würden die Leute sagen, boah, der Mann hat recht. Die wären so mitgerissen, weil die sowas noch nie gehört haben von einem deutschen Politiker, in 70 Jahren nicht. Mhm. Und man muss ja nur mitdenken, er meint uns als Volk und nicht das Amerikanische. Es wird ja einfach nicht gezeigt bei uns. Ja. Und die Amerikaner sehen es aber, zumindest die Hälfte, zumindest die auf Fox und die State of Union Address wird sogar von CNN uns übertragen, gegen deren, am liebsten würden sie verschweigen. Aber er ist schon ein Populist im positiven Sinne. Populismus heißt, also Populus heißt ja Volksherrschaft, ja. Natürlich, es hat auch seine Gefahren, gerade Deutschland hat das erfahren, was für Gefahren das hat, aber er, im Gegensatz zu den Nationalsozialisten, will ja eher nicht mehr Kontrolle, die waren natürlich auch in dem Sinne Populisten, aber er will ja mehr Kontrolle für das Volk. Also er gibt ja Macht ab, ja, also Deregulierung ist Macht abgeben, Steuern senken ist Macht abgeben, natürlich geht er auch in die Verschuldung, ist nicht alles perfekt, was er macht. Aber er will ja den Bürgern mehr, bis auf Corona, mehr Entscheidungsfreiheiten geben. Und die Nationalsozialisten und die Kommunisten haben ja genau das Gegenteil gemacht. Also man kann auch Populist sein und er will auch ganz stark die Bürokratie, baut da ab und so weiter. Also wenn man tatsächlich dann die Volksherrschaft wiederherstellt oder zumindest wieder größer macht, dann kriegt man auch zu Recht Beifall, weil er will ja nicht mehr Macht. Und andere Populisten, die sammeln ja einfach mehr Macht. Mhm. Ja, also ich fühle mich da ein bisschen eben im Zwiespalt, weil ich kenne diese Reden, ich habe glaube ich, alle gesehen auch. Und ich, also auf mich, wenn ich Amerikaner wäre, ich würde mein Leben geben für so einen Typen, der die Welt jetzt dermaßen umkrempelt. Ja. Aber genau das, wie Oli, wie du angetönt hast, gilt ein bisschen Vorsicht zu walten, weil diese Hype, ist auch ein Hype, ist auch eine Begeisterung, ist auch die Menschen denken jetzt löst einer alle unsere Probleme. Ich bin gespannt. Also es hat natürlich seine Gründe, dass hierzulande bei uns in Dach und so weiter der Trump nur schlecht gemacht wird, weil wenn diese Reden dann mal übersetzt zu uns kommen, schauen sich die meisten das gar nicht an, weil sie denken, der Trump ist sowieso ein Arsch. Ja. Oder? Das spricht wieder für ihn. Ja. Und jetzt gerade kürzlich die Tage habe ich mir eine Rede angeschaut von der Merkel. Das war die erste vernünftige Rede, aber sie hat gewirkt, als müsste sie das einfach vorlesen. Irgendjemand hat ihr befohlen, jetzt das vorzulesen. Was denkt ihr, ist die Merkel überhaupt noch am Ball oder ist die Vergangenheit? Was meint ihr? Also wenn die ganzen, dieser Chef und Q Signale und Prophezeiungen, Spekulationen stimmen, ja, dann ist die jetzt quasi inoffiziell in Haft und hat nichts mehr zu sagen. Aber wir haben da wirklich keine greifbaren Beweise. Und ich glaube, bis Ostern, diese 2020, wird einiges passieren, ja. Viele sind euphorisch und die sagen, bis dahin ist die Welt, ganze Welt frei und alle Kabalen im Knast. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wenn es positive Veränderungen geben soll, dann
wird es wahrscheinlich bis Ostern einiges viel klarer sein. Und ja, dann werden wir sehen, dass diejenigen, die hat sich als ein Muster abgezeichnet, dass viele Kabalen jetzt infiziert sind plötzlich. Und es kann wirklich sein, dass es eine Art, dass man die beseitigt, also aber einfach inoffiziell, ja, vorerst, damit die das nicht sehen kommen, ja, damit weltweit die ganzen Kabalen denken, ja, es läuft alles nach Plan. Aber wie gesagt, spekuliert, aber ich bin guter Dinge, dass es positive Veränderungen gibt, ja. Also ich bin skeptisch mit dem, die sind alle schon verhaftet. Das hieß es jetzt 3 Jahre lang, zum Beispiel bei dem Government Shutdown hieß es, ja, werden jetzt alle verhaftet. An Weihnachten hieß es, Obama hat alte Bilder gepostet und er ist verhaftet, dann ist er wieder im Fernsehen aufgetaucht. Ich halte das auch für nicht realistisch, dass die das so machen, dass sie die heimlich verhaften und was soll das? Ja, entweder ich verhafte sie, dann muss es ja auch jeder mitkriegen, damit auch jeder weiß, was sie getan haben. Klar, es ist jetzt schon ein bisschen komisch, dass alle die, oder nicht alle, aber jedenfalls viele von denen, die wir für die Bösen halten, jetzt plötzlich dann unter Quarantäne sind. Mhm. Aber es kann ja auch sein, dass es eben nur Marketing ist für die Quarantäne. Ja? Also das Ganze ist ja eine riesen Pharma-Show. Da kriegen die ein paar Millionen rübergeschoben und dann sagen sie, ich hab Corona. Also das muss jetzt nicht damit zusammenhängen. Mhm. Jan, willst du noch was ergänzen? Das ist eigentlich mal sonst gehen wir zur nächsten Frage. Was machen wir jetzt? Weil es hat ausgeschaut, als hätte es den Jan ein bisschen noch gejuckt. Ah, ja. Wir sehen euch. Ja, alles ja. Da. Okay, okay. Dann passt es wieder, ja. Mhm. Super, Jan, wolltest du... Du hast Böses über Q gesagt. Der Abtrünnige. Oli, wieso trägst du eigentlich einen Blackhead? Ist das ein Symbol? Ja, also ich habe sowohl Whiteheads als auch Blackheads, aber ich verliere meine Hüte ständig und meine weißen habe ich im Moment gerade alle verloren und habe nur noch einen übrig. Hat nichts zu bedeuten. Aber ich liebe so oder so weiß und schwarz und eigentlich ist schwarz meine Farbe. Also wenn man alte Videos von mir sieht, ist alles in schwarz, aber es macht in so einem warmen Land wie die Philippinen keinen Sinn. Da gibt es das gar nicht zu kaufen und dieses T-Shirt der Frage oder dieses das ist gar kein Shirt, das ist ein Longsleeve. Da fragen mich die Leute immer, warum ich immer dasselbe anhabe. Das ist nicht dasselbe. Ich habe 30 verschiedene, die aber alle gleich ausschauen. Gut, haben wir das jetzt auch mal rübergebracht. Endlich haben wir das geklärt. Ich habe schon die Überschrift für das Video. Olli lüftet seine Geheimnisse. Ja. Ollis Garderobengeheimnisse. Genau. Aber du hast ihn ja im Auge, Jan. Du bist ja noch eine Zeit drüben. Ja, ich muss ihn immer ein bisschen bearbeiten mit dieser Kühlsache, weil beim trifft er dennoch ganz ab. Ja, also es ist natürlich Spaß, wir diskutieren, aber natürlich freundschaftlich. Und es ist auch gut, immer also die Argumente vom anderen zu hören, weil ihm fällt ein Argument ein, das ich nicht hatte und umgedreht oder eine Information, die ich nicht hatte und umgedreht. Also das schärft den Verstand und ich bin sehr froh, dass er da ist. Ich finde es eher schade, dass er wieder geht. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Naja, wer weiß. Die Liebe. Die Liebe. Ja, sie wartet auch nicht. Ja, die kann auch herkommen. Es gibt so viele Liebe, Jan. Mach dir keine Sorgen. Oh, das war, hast du den Land gesehen. Gut. Ja gut, kommen wir zurück zum Thema. Nächste Frage, wird es den befürchteten Finanzcrash geben, eurer Meinung nach? Und wenn ja, warum? Und was werden die Folgen sein? Jan? Ja, da muss ich reingrätschen, weil der Jan schon keine Ahnung hat. Also der Crash ist schon im vollen Gange, leider. Ja, da verweise ich immer auf Dr. Krall, das ist der beste Analyst in diesem Bereich. Er sagt auch, der ist schon im Gange. Das war jetzt der schwarze Schwan, der eben die Dominosteine zum Einstürzen bringt. Und also das ist gar keine Frage, dass das gewonnen hat. Vielleicht erholt sich es nochmal kurz. Mhm. Aber er hatte das sowieso für Ende 2020 ungefähr vorhergesagt und jetzt kommt sie durch den schwarzen Schwan. Selbst wenn sie es nochmal zugleistern mit neuem Geld, was der Datamfonds gerade versucht, und es erholt sich nochmal, also ich denke, wir sehen den Anfang vom Ende des globalen Finanzsystems. Ich muss vielleicht noch ausholen, so die wichtige Frage ist ja, wie es passieren wird. Es kann ein Blutbad geben, ja. Das hat es in der Geschichte schon oft gegeben in solchen Situationen.
Aber weil das natürlich so gewollt war, ja, um Chaos zu verbreiten und dann eben mit den Lösungen zu kommen, Zentralisierung der Macht, ja, und das ist dann immer passiert. Und wenn aber gute Leute an der Macht sind, zu dem Zeitpunkt, wo der Crash stattfindet, dann können die das eventuell so handeln, dass es möglichst reibungslos passiert. Und der Karl ist ja da auch ein Optimist, also der sagt ja auch, dass durch die Zerstörung dann die Chance kommt, um etwas Besseres aufzubauen. Und wenn zu diesem Optimismus hinzu noch die richtigen Leute im Cockpit sitzen quasi, dann kann das Ganze sogar eine positive Erfahrung sein. Also ohne Blutbad und mit Verbesserung von Tag zu Tag. Interessant ist ja, dass Olli hat das schon angesprochen, dass jetzt der Trump da offensichtlich einen Coup gelandet hat, um die Kontrolle über die Fed zu erlangen. Und davon, oder wenn der Trump jetzt auch zu den Guten gehört, dann hat er da schon eine Schaltstelle, wo der einiges auch abfedern könnte, ja? Okay, also das stimmt zwar natürlich, dass wenn die Richtigen dran sind, dass es dann besser läuft, aber es ist eher eine sehr schwer zu lösende Sache. Das ist ja ein 100 Jahre altes Geldsystem, durch die Installation der Fed mehr oder weniger in Gang gegangen, natürlich noch älter Bank of England, aber da hat es so richtig begonnen. Und das wird auf jeden Fall massive Verwerfungen nach sich ziehen und das wird es Opfer geben. Also es ohne Opfer geht es nicht. Und das wird auf jeden Fall eine harte Zeit. Aber die Chance ist, ich sehe die gering, ehrlich gesagt, die Chance ist, dass danach eben eine freiheitliche Ordnung entsteht. Darauf arbeitet der Dr. Krall hin. Aber die deutsche Bevölkerung ist so gehirngewaschen, dass ich eher glaube, dass es totalitärer wird. Aber weltweit denke ich, dass wir die Chance haben, dass wir eine natürliche Ordnung bekommen, aber eher auf mittel- bis längere Frist. Also ich glaube, dass alle Staaten untergehen werden und sich dann erst eine natürliche Ordnung ergibt. Mhm. Ja. Jetzt an dieser Stelle vielleicht eine kritische Geschichte noch. Ich glaube zu wissen, ihr beide seid mehr oder weniger Fan von Kryptowährungen oder zumindest von bestimmten Kryptos. Ich habe mich damit vor einiger Zeit, jetzt schon 2-3 Jahre her, auch beschäftigt und bin zum Schluss gekommen, dass das optimale Werkzeug für eine NWO wäre. Wie seht ihr das? Ja, ich habe mir Jan gesagt, er soll dir sagen, dass du es fragen sollst. Ja. Die Kryptowährungen, ich habe das jetzt absichtlich nicht gesagt, weil Kryptowährungen sind die Rettung aus dem Ganzen. Also ich war bis vor ein paar Jahren, bis Bitcoin aufkam, total pessimistisch. Ich dachte, wir haben gar keine Chance, aus der neuen Weltordnung rauszukommen. Was man verstehen muss an Kryptowährungen ist, du kannst ja gleich erläutern, wie du drauf kommst, aber der Witz ist, dass man Verträge abschließen kann, ohne dass man eine dritte Partei dazu braucht, die das validiert. Und diese dritte Partei war entweder die Bank oder der Staat, was mehr oder weniger dasselbe ist in unserem System. Und dem brauchst du es nicht mehr. Das heißt, das sind sogar sogenannte trustless transactions, also Transaktionen, die kein Vertrauen mehr benötigen. Und das heißt, du kannst vollkommen alles dezentralisieren und es gibt keine zentrale Macht mehr drüber. Was du wahrscheinlich meinst, ist, dass Kryptowährungen das Bargeldlose einleiten sollen. Aber das wäre sowieso passiert. Weil ja, das auch natürlich, aber Olli, weißt du, im Hintergrund, was wäre, wenn die dritte Macht im Hintergrund eben auch unsichtbar ist und KI heißt und dann dort wirklich mächtig wird, die künstliche Intelligenz? Aber was hat es mit Kryptowährungen zu tun? Naja, die kann ja jederzeit einen Shutdown machen auch. Alles gelöscht, fertig. Ach so, du meinst jetzt, wenn sozusagen das gesamte Internet gelöscht wird? Ja, oder eben die wichtigen Teile davon. Ja, also es ist nicht so, dass du, wenn du das Internet ausschaltest, dass die Kryptowährungen aufhören zu existieren. Die sind ja auf, das ist ja der Witz bei dem ganzen Ding, dass auf jeder, also jeder, wenn man sich das runternimmt auf dem Stick, ist auf jedem Stick die gesamte Blockchain. Das ist ja der Witz. Das heißt, selbst wenn jetzt von 8 Milliarden Menschen bei 7,9 Milliarden der Strom abgeschaltet wird, wenn noch ein Stick übrig ist, ist dieses Ding wieder hergestellt. Das ist ja gerade das Dezentrale. Das heißt, sobald einer wieder am Strom ist, und wenn ich natürlich sage, schalten den Strom komplett ab, ja gut, aber dann ist ja sowieso alles vorbei, egal welches. Ja, ein kleiner EMP reicht ja auch aus und dann ist der Stick auch hin.
Nee, eben nicht. Also ein EMP kann nicht alle Festplatten löschen. Also es braucht ja, so wie der Hersteller, braucht es theoretisch nur eine, aber es werden ja dann ein paar tausend sein. Und weil die gleichen, wenn das System wieder hochfährt, gleichen die sich dann ab. Und dann sieht man, okay, das ist die richtige Blockchain, das geht quasi automatisch. Also das ist ja gerade sozusagen der Witz an diesem ganzen Kryptosystem, dass das eben dagegen geschützt ist. Und grundsätzlich, natürlich, wenn ich EMP mache und alles mögliche abschalte, dann habe ich aber so oder so ein Problem. Ja? Mhm. Natürlich ist es auch grundsätzlich gut, andere Tauschmittel zu haben, wie Gold, Silber. Früher waren es Zigaretten, wahrscheinlich werden es auch Medikamente sein. Das, zur Sicherheit sollte man natürlich alles, sollte man da diversifizieren, wenn man kann. Aber nochmal, die werden uns auch eine Kryptowährung anbieten, eine neue, also von der neuen Weltordnung aus eine Weltwährung, aber die wird eben beliebig vermehrbar sein, die wird zentralisiert sein, die wird verfolgbar sein. Was auch meiner Meinung nach sicher ist, ich habe ja auch das CryptoSpace Magazin, es wird nicht Bitcoin werden, weil Bitcoin ist verfolgbar, also Bitcoin ist nur Pseudonym, sondern es war nur der erste Anstoß. Die Währung, die sich durchsetzen wird, die man noch gar nicht kennt, ist eine, die wirklich total anonym ist und natürlich dezentral. Das heißt, ich sage nicht, Bitcoin wird es werden, aber die Technologie ermöglicht komplette Freiheit, Nichtverfolgbarkeit von Behörden, von Konzernen und so weiter. Und diese Technologie wird uns retten im Zusammenhang mit, dass sich Leute freiwillig zusammenschließen, Gemeinschaften bilden, aber dann eben auch ans andere Welt, Ende der Welt Nachrichten schicken kann, Verträge abschließen kann, Geld rüberschicken kann. Also wir haben dann beides. Ja, wir haben die Dezentralität und die Verbundenheit. Also letztendlich, ich habe das mal so gesagt, ist sozusagen die Verheiratung von Kapitalismus und Kommunismus auf positive Art und Weise. Also Kommunismus im Sinne von Gemeinschaft, Kapitalismus im Sinne von Vertragsfreiheit, dass sich diejenigen zusammenschließen können, die sich zusammenschließen wollen, zum Beispiel die Share Economy und so weiter, ist ja auch eine positive Sache. Das ist alles erleichtert durch Blockchain-Technologie, weil dann der Vertrag festgehalten ist. Ja, also da gilt eben nicht mehr, was ich irgendwie gesagt habe, sondern das ist in der Blockchain für alle festgehalten. Und deswegen, seitdem ich diese Technologie kenne, bin ich total optimistisch. Und deswegen ist es auch für mich relativ egal, was der Trump macht. Relativ egal, was der Trump macht auf lange Sicht. Mhm. Ja, eigentlich kann man damit alle Regierungen abschaffen, weil eben die Verträge nicht mehr beurkundet werden müssen vom Staat. Und ich bin deswegen total optimistisch. Das würde aber bedeuten, dass es mehrere verschiedene Kryptowährungen geben sollte, oder? Der Kampf ist ja jetzt im Gange um den Vorplatz natürlich. Wer ist zuerst, wer ist zu schnell? Habt ihr eine Idee, wer das Rennen gut bestehen wird? Also es gibt jetzt auch schon neue Technologien, die nicht mehr Blockchain heißen, sondern Hashgraph, das ist das sogenannte Gossip-Protokoll. Ich kann das nicht im Detail erklären, aber es soll viel effizienter sein. Und ich denke, dass in absehbarer Zeit sich diese Technologie durchsetzen wird, weil bei der Blockchain ist ja die Effizienz ein Problem aktuell. Ich wollte vorhin noch ergänzen, dass viele haben auch das Missverständnis, dass Kryptos sind einfach Währungen, Geld, aber das ist es nicht. Es ist eine Dienstleistung für alle Arten von Dienstleistungen, die es im Internet gibt. Also auch über Versicherungen oder Lotterie kannst du über Blockchain machen. Also es ist nicht nur eine Währung, sondern es ist eine sichere Art von Datentransaktion. Und ich glaube sogar, dass das ganze Internet verschlüsselt werden wird in Zukunft. Also von daher sehe ich schon, und natürlich im positiven Sinne, dass du dann auch anonym und frei und handeln und leben kannst. Ja, aktuell ist es ja total brutal. Also wir werden jetzt wahrscheinlich auch überwacht. Also, ja, aber einfach zum Sagen, ja, wir können uns davor nicht schützen, aber durch die Kryptografie eben haben wir die einmalige Chance, ja, Freiheit zu erlangen. Also von daher. Wie siehst du das zum Beispiel für die älteren Leute, also ich denke jetzt an meine Mutter, die hätte weder einen Plan noch irgendeine Ahnung, geschweige denn Lust, irgendwas im Computer und mit Geld und so. Was geschieht denn mit denen, die nicht ins Internet wollen, die nicht der Technologie frönen? Ja, also das ist auch der nächste Evolutionsschritt, der kommen wird. Es muss natürlich so einfach zu sein, dass es... Sind wir zu hören? Ja.
Ja, es muss so einfach zu sein, dass es eben auch die Oma handeln kann, aber da auf dem Weg sind wir schon. Die kann dann auch mit dem Geldschein zahlen. Ja? Also da kommt aus dem Bitcoin-Automaten ein Geldschein raus, die merkt das gar nicht. Die merkt einfach nur, dass der Bäcker das verlangt und dann sagt, okay, ich brauche diesen Geldschein. Die muss das nicht lernen, die muss das nicht verstehen, was dahinter passiert. Aber das ist der nächste Evolutionsschritt. Im Moment ist es immer noch relativ kompliziert, sich so eine Wallet zu machen und so weiter. Aber das wird, und daran wird sich auch entscheiden, welche Währung sich durchsetzt, wer das möglichst einfach macht. Also so wie es jetzt ist, kann das nicht bleiben. Aber die grundsätzliche Technologie wird bleiben, der Verschlüsselung. Aber es muss dann so sein, dass es jeder einfach versteht. Und zu der Frage noch, wer sich da durchsetzt, das ist eben das Schöne, das weiß man nicht, was ja viele nicht verstehen, weil wir alle so sozialistisch gehirngewaschen sind. Die Markt, der freie Markt ist für den Konsumenten da. Das heißt, es kann uns egal sein, wer sich durchsetzt. Das, was die meisten Leute dann benutzen, das ist das Gute. Es kann aber sein, dass die alle anderen pleite gehen. Das ist ja das... Niemand versteht das oder viele nicht, dieses unternehmerische Risiko. Es gibt jedes Jahr zig Unternehmen, die pleite gehen. Das merken wir gar nicht. Wir merken nur, die sich durchsetzen. Und genauso wird es bei der Kryptowährung sein. Irgendeine setzt sich durch und am Ende benutzen wir die alle, ohne dass wir verstanden haben, warum und wieso. Ist natürlich schwierig dann für Leute, die darauf setzen wollen, investieren wollen oder auch nur spekulieren wollen. Aber das ist dann deren Problem. Dafür haben wir das Magazin. Wir schauen immer, wer ist aktuell der Favorit. Aber für die Welt ist es ja völlig egal, was sich durchsetzt. Das, was sich durchsetzt, ist das, was die Leute freiwillig benutzen. Und wenn du eben zum Beispiel Sorge hast, dass es irgendwie etwas ist, was nicht gut ist, ja, dann werden es die Leute einfach nicht mehr benutzen. Weil es wird ja eben niemand dazu gezwungen. Und zum jetzigen Geld werden wir gezwungen. Und das ist halt das Schöne daran. Mhm. Sind wir gespannt, was dann wirklich kommen wird. Ja. Spannend. Was auch ein wichtiges Thema ist, ein spannendes Thema ist oder war, kann man fast sagen, ist ja das Thema 5G. Das ist jetzt ein bisschen unter den Tisch gefallen durch den ganzen Corona-Hype. Was habt ihr dazu zu sagen? War gerade so lang. pures Böses halt, gell? Das sind Frequenzen eingetunt, die uns direkt angreifen, körperlich, also es ist gesundheitsschädigend. Es gibt viele Hinweise, dass auch die Natur darunter leidet. Also in der Nähe von so versteckten Anlagen sind dann die Bäume auf der einen Seite total abgestorben, was ein klarer Indikator ist, dass da was Schädliches gestrahlt wird. Ja. Es gibt ja auch immer diese Vogelschwärme, die abstürzen und dann irgendwie ich habe so in einem Mainstream-Medium gelesen, dass die dann jemanden zitiert haben, wie die Vögel vom Himmel fallen, ja, muss man sich so vorstellen. Und die offizielle Todesursache ist dann, dass sie von einem Lastwagen erfasst wurden. Und diese Dinge mit sich ganz auf. Der ist gut. Ja, also ich kann zwar nicht bestätigen, dass sie tatsächlich gestorben sind, aber der Lastwagen war es meiner Meinung nach nicht. Ja, oder die Zeugen waren blind, ja, ich weiß es nicht. Es gibt also noch die Theorie, dass sie verhungert sind während dem Flug. Ja, genau. Weil 5G die Bienen getötet hat und dann hatten sie kein Futter mehr. Also die Insekten, ja, vielleicht ist Bienen nicht getötet. Aber das Verrückte ist, man glaubt, also der Mainstream glaubt das ja wirklich. Ja, ja. Also da kann ich auch einen Beweis anführen, dass 5G schädlich ist, weil die privaten Versicherungen es nicht versichern. Also Lloyds in London hat gesagt, sie versichern es nicht. Und das ist, was man verstehen muss, auch beim Impfen. Beim Impfen übernimmt.